Ein Mann steht am offenen Fenster. Er wird von einer Handykamera gefilmt. Europa, Wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der Menschenrechte. Das Handy wird gedreht. Gregor Gysi blickt in die Kamera. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Ich darf mal eine Frage stellen. Das Besatzungsstatut gilt noch immer. Wir haben aber nicht das Jahr 1945. Wurden die Pariser Verträge geschlossen, die den Besatzungsstaat, das Besatzungsstatut aufgehoben haben. Weil Konrad Adenauer seiner Bevölkerung zeigen wollte, damit ist jetzt Schluss. Moment. Und die USA wollten aber fast gleiche Rechte behalten wie vorher. Deshalb sind Geheimabkommen geschlossen worden. Und die sind nicht mal beim 2+4-Vertrag aufgekündigt worden. Und darauf basiert das Ganze. Auch, dass sie Drohnen losschicken und auch die Tätigkeit der Geheimdienste. Genau. Wir müssen diese Geheimverträge kündigen. Nun möchte ich etwas zum zweiten Thema sagen. Dass es natürlich auch und in nicht geringem Umfang um Wirtschaftsspionage geht. Ging und geht. Hätte oder falsch gehandelt hätte. Und das, was Herr Gysi eben gesagt hat, das haben wir klargestellt, es gibt solche Abkommen nicht mehr und sie werden auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten das, was es gegeben hat, nicht mehr praktiziert. Das, was wir vorgefunden haben, ist aufgehoben worden. Es gibt also keine Datenspionage? Und jetzt sage ich Folgendes. Thema vom Tisch. Wir müssen doch. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. Dafür gäbe es nur einen Weg, endlich den Artikel 146 Grundgesetz zu erfüllen, also das Grundgesetz durch eine durch Volksentscheid angenommene Verfassung zu ersetzen. Dann müssten wir einen neuen Verfassungsentwurf erarbeiten, in dem natürlich wichtige Bestandteile des Grundgesetzes übernommen werden müssten und ihn dem Volk zur Entscheidung vorlegen. Ich will als Letztes sagen, diese unterwürfige Haltung der Bundesregierung, aller Bundesregierungen bisher gegenüber den USA, geht, glaube ich, einem Großteil der Bevölkerung zunehmend auf die Nerven. Und ich denke, dass wir im Jahre 2014 verdient haben, ein in jeder Hinsicht souveräner Staat zu werden. Und wenn wir in jeder Hinsicht souverän werden wollen, müssen wir den USA zeigen, dass wir Grenzüberschreitungen nicht dulden. Und da kann man rechtlich was machen, man kann diplomatisch was machen, man kann auch Maßnahmen ergreifen, um deutlich zu machen, dass man das nicht hinnimmt und dass man eine Partnerschaft auf Augenhöhe will. Und ich sage, wer Freundschaft will, muss Unterwürfigkeit aufgeben für Unterwürfigkeit. Höchstwahrscheinlich werden Sie meine diesbezüglichen Ausführungen ignorieren. Aber es könnte sein, dass wir das eines Tages, dann aber alle zusammen, sehr hoch bezahlen müssen.